No Man's Sky. Was ist das eigentlich? Zuallererst ist No Man's Sky ein Computerspiel. Wer hätte das gedacht? Allerdings ist No Man's Sky anders als alles, was wir bisher in den unendlichen Weiten des Spieleuniversums gesehen haben. No Man's Sky ist ein schier endloses Universum mit 18 Trillionen, 446 Billiarden, 744 Billionen, 73 Milliarden, 709 Millionen, 551.616 einzelnen, individuellen Planeten. Seht selbst. Einfach unglaublich. Und jeden dieser Planeten kann man gezielt ansteuern und erkunden. Laut Entwickler handelt es sich um ein Science-Fiction-Spiel, in dem man mit seinem Raumschiff den Weltraum und die Planeten darin erkunden kann. Ich persönlich nenne es liebevoll MSP-OSF-RPG, Massively Single-Player Online Science-Fiction Role-Playing Game. Das Spiel ist dauerhaft online, aber aufgrund der Größe wird es eher selten vorkommen, dass man andere menschliche Spieler trifft. Jeder Planet hat seine eigene Flora und Fauna, welche durch die Entfernung zur Sonne der momentanen Galaxis und weiterer unterschiedlichster Parameter berechnet werden. Planeten können gemäßigt, kalt, heiß, toxisch und sogar verstrahlt sein. Zu Beginn hat man ein kleines Raumschiff, mit welchem man ohne Ladezeiten durch den Weltraum und von Planeten zu Planeten reisen kann. Oberstes Ziel ist es, den Mittelpunkt des Universums zu erreichen. Doch dies stellt sich bei der massiven Größe des Universums schwerer dar als vielleicht zu Anfang gedacht. Denn um voranzukommen, benötigt man natürlich zuerst einmal einen Warp-Antrieb, das Reisen kostet natürlich Treibstoff und mit unserem kleinen Beginnerschiff ist es viel zu gefährlich in den Weiten des Alls. Somit ergeben sich automatisch mehrere Dinge, die man in No Man's Sky tun kann. Ressourcen sammeln, handeln, unser erstes Schiff upgraden, ein neues Schiff kaufen, Planeten erkunden und vieles, vieles mehr.
Dies war nur eine kleine, generelle Zusammenfassung von No Man's Sky. Sollte euch das Video Lust auf mehr gemacht haben, dann behaltet meinen Kanal im Auge. Es werden sich unglaubliche Dinge ereignen.